Hallo, ich grüße dich auf meinem Kanal Backen einfach und schnell. Und heute mache ich eine sehr leckere, cremige schwedische Mandeltorte. Die Torte besteht aus zwei Mandelböden, die ohne Mehl zubereitet werden, und einer zarten Buttercreme. Alle Zutaten und Mengenangaben findest du wie immer sowohl im Video als auch unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Schauen und Nachbacken und jetzt zum Rezept. Für die Buttercreme benötige ich 8 Eigelbe, 170 Gramm Zimmertemperatur warme Butter, 150 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker und 300 Gramm Schlagsahne. Und zunächst Zucker, Vanillezucker und Schlagsahne gebe ich in einen Kochtopf und lasse sie bei mittlerer Hitze aufkochen und rühre dabei gelegentlich um. Wenn die Masse aufgekocht hat, nehme ich sie von der Kochstelle und muss sie jetzt mit den Eigelben verbinden. Das mache ich vorsichtig nach und nach, damit die Eigelbe nicht gerinnen. Zuerst löffelweise die Schlagsahnemasse zu den Eigelben geben, gut verrühren und erst dann beide Zutaten unter Rühren verbinden. Das Ganze stelle ich wieder auf die Kochplatte und bei niedriger Hitze, ohne es aufzukochen, warte ich, bis die Masse angedickt ist. Das mache ich natürlich unter ständigem Rühren, damit nichts anbrennt. Die fertige Masse in eine Schüssel umfüllen und in noch heißem Zustand mit Frischhaltefolie abdecken. Wichtig ist, dass die Frischhaltefolie die Masse berührt und sich keine Luftbläschen bilden. So vermeidet man die Hautbildung. Die Masse lasse ich bei der Zimmertemperatur komplett abkühlen und mache weiter mit den Mandelböden. Und dafür benötige ich 8 Eiweiße, 2 Prisen Salz, 160 Gramm Zucker und 200 Gramm gemahlene Mandeln. Und im ersten Schritt zu den Eiweißen 2 Prisen Salz geben und die aufschlagen. Eiweißmus in einer kalten, sauberen und fettfreien Schüssel geschlagen werden. Portionsweise füge ich Zucker hinzu und schlage weiter zu Eischnee. Hast du schon meinen Kanal abonniert? Wenn nicht, kannst du es jetzt tun. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Auf meinem Kanal findest du ganz viele tolle, leckere, schnelle und einfache Backideen. Eiweiß ist fertig, wenn er weiß wie Schnee und fest ist. Der Eischnee kommt jetzt in die Rührschüssel zu den gemahlenen Mandeln und beide Zutaten werden gut miteinander vermischt, bis die Masse homogen geworden ist. Die Menge reicht für zwei Böden, die nacheinander oder gleichzeitig gebacken werden können. Ich backe dir nacheinander, also die Hälfte des Teiges kommt jetzt in die Springbackform, die im Durchmesser 24 cm groß ist und die ich schon eingefettet habe und mit Backpapier zugedeckt habe. Der erste Tortenboden kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort etwa 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und so sieht der fertig gebackene Tortenboden aus. Dann lasse ich noch etwa 5 Minuten in der Backform abkühlen und löse davon. Den Boden verlege ich dann auf das Gitter, ziehe vorsichtig das Backpapier ab und lasse ihn auf dem Gitter komplett abkühlen. Auf diese Weise wird auch der zweite Mandelboden gebacken. Bevor ich die Torte zusammensetze, röste ich noch die Mandelblättchen fettfrei an. Und zurück zu der Buttercreme. Die Eigelbmasse hat sich schon komplett abgekühlt. Die Frischhaltefolie ziehe ich vorsichtig ab und füge die Masse mit der Butter zusammen. Und dafür muss zuerst die Butter gut aufgeschlagen werden. Beim Zusammenfügen ist es wichtig, dass beide Komponenten gleiche Temperatur haben, also die Zimmertemperatur. Nach und nach gebe ich zu der Butter Eigelbmasse und verrühre das Ganze mit dem Mixer. Das mache ich so lange, bis die Schüssel leer ist und die beiden Zutaten sich verbunden haben. Und als Ergebnis habe ich diese zarte, cremige und sehr leckere Buttercreme. Nun wird die Torte zusammengesetzt. Ungefähr ein Drittel der Buttercreme nehmen und auf dem ersten Mandelboden gleichmäßig verteilen. Wenn dir die Creme zu flüssig ist, kannst du sie davor für etwa Viertelstunde in den Kühlschrank stellen. Nun kommt der zweite Boden oben auf und die Torte wird gleichmäßig mit der restlichen Creme verstrichen.
Zuletzt wird die Torte mit angerösteten Mandeln bestreut. Für die Ränder benutze ich den Teigschaber. Einfach fest andrücken, dann halten die Mandeln auch an den Rändern. Und fertig ist meine Mandeltorte. Jetzt kommen sie noch für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank zum Festwerden. Nach einer Stunde kannst du die Torte schon anschneiden und servieren. Die Torte gehört zu einer meiner Lieblingstorten. Super zart, cremig und mandelig und schmeckt fantastisch. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Torte nachbackst und mir dein Feedback in die Kommentare schreibst. Wenn dir das Rezept gefallen hat, abonniere meinen Kanal, mach den Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Video. Tschüss!